Wir machen heute Ölwechsel bei meinem Auto. E90 330i N52 B30. Das Öl hat jetzt ungefähr 10.000 Kilometer drauf. Ich habe eine Ölanalyse machen lassen, die kommt aber nochmal in einem separaten Video. Natürlich wird das Auto wieder vollkommen aufgewagnert. Das heißt, Motorcleaner und Mikrokeramik wieder im Einsatz. Motorcleaner ist gerade im jetzigen Zeitpunkt schon eingefüllt. Und man kann damit fahren und ich fahre auch gerade damit, auch auf der Autobahn, sechster Gang, 120, kein Thema. Und dann gibt es gleich frisches Öl. Ich freue mich mega auf das Öl, also ich habe mich selten so doll auf frisches Öl gefreut für mein Auto. Und ja, natürlich Ölfilter neu und Öl neu und wieder Mikrokeramik rein. Dann nehme ich immer so ein bisschen mit. Mal gucken, ob ich hier noch schaffe, vorher, nachher. Vorher, nachher Sounds zu machen, wie der Motor klingt, mit und ohne und so und nach und davor und so. Ich versuche mal alles so ein bisschen einzubinden und ja, seid gespannt, warum ich das Öl nochmal nehme. Als Öl für mein Auto gibt es wieder das Rowe Sünd RS 5W40. Warum habe ich mich wieder für das Rowe Sünd RS entschieden? Und zwar, weil das Öl in meinem Auto sehr gut funktioniert. Also ich habe mit diesem Öl und mit der Kombination mit dem Wagner Mikrokeramik noch nie Hydrostöße klappern gehabt. Mein Auto wird auch immer wieder Kurzstrecke benutzt, aber weit nicht mehr so krass wie in diesem Video, was ich mal verlinke. Das ist jetzt mal schon ein bisschen älter, das Video, aber da habe ich auch keine Hydrostöße bekommen. Mein Auto wird aktuell eher so als Wochenendspaßfahrzeug genutzt und ich habe es auch nicht auf die Nordschleife geschafft jetzt in den letzten 2 Jahren, aber einfach, ich glaube 2 Jahre waren das schon, wo ich nicht war. Auf jeden Fall 1 Jahr garantiert und das Öl hat aber eigentlich ziemlich gut performt. Also ich habe auch eine Ölanalyse nach der Nordschleife gemacht und nach 4 Autobahnetappen und das sah echt gut aus, auch in Verbindung mit dem Mikrokeramik, war völlig in Ordnung für das Fahrprofil und die Kombination funktioniert sehr gut. Das Rowe hat ein sehr gutes Additivpaket, es funktioniert hervorragend mit dem Wagner Mikrokeramik. Und es ist halt von dem Basisöl ein sehr hochwertiges Öl. Das ist halt ein Polyalpha-Olefinenöl, also PAO-Öl. Mir war irgendwie wichtig, weil ich das Mikrokeramik so gerne nutze und die Laufruhe von dem Motor und die Spritersparnis auf längeren Touren, die ich gemerkt habe, einfach Spaß machen. Und einfach, wenn ich weiß, ich fahre Tempomat 180, dass die Kiste 10 Liter verbraucht und nicht 11 und mit 160 sind es 9 Liter, was eigentlich ziemlich geile Werte sind für die Touren, die man machen kann, habe ich mich einfach für das Öl entschieden und natürlich auch, weil es von den 5W40er Ölen das, ja, eigentlich bisher das dickste 5W40 ist, was ich gefunden habe. Also es gibt auch in der jeweiligen Viskositätsklasse 5W40, 5W30, 0W30 gibt es auch einen Bereich, dass es, sag ich mal, dünne und dicke 5W40 gibt, dünne und dicke 5W30 gibt und so weiter. Und da ist das Rowe Sünd RS mit dem guten Basisöl, mit dem guten Additivpaket, mit der guten Harmonie mit dem Wagner Mikrokeramik noch ein sehr dickes Grundöl, was ich sehr geil finde. Also HTRS-Wert ist nice, NOAC ist gut, Viskosität ist gut und das Öl hat einfach super harmoniert, deswegen dachte ich,
ich bleibe dabei. Ich habe natürlich Interesse gehabt, auch andere Öle auszuprobieren, aber irgendwie hatte ich ein paar andere im Petto, wo ich überlegt hatte. Aber irgendwie hat es mich dann wieder zu dem Rowe Synthe S gezogen, weil es mich einfach bisher sehr überzeugt hat und sehr gut funktioniert hat. Und von daher nutze ich das für mein Auto wieder. Der hat zwar keine offizielle Freigabe mehr, ist aber eigentlich in dem Fall für die Schnuppe, sondern es hat halt immer noch eine Empfehlung. Und eine Empfehlung, das macht das Öl nicht schlechter. Es wurde nur irgendwann der Motortest umgestellt. Das kennt ihr aus dem anderen Video, diesem die Top 3 LL03 Öle. Und dann hat sich nichts geändert. Ich blende das auch nochmal ein, das Video. Könnt ihr auch nochmal reinschauen, wenn ihr Alternativen haben wollt. Und wie gesagt, alles mit Wagner Mikrokeramik. Top Öl, freue mich drauf, richtig gut. Und ja, dann zeige ich mal ein bisschen so hinter den Kulissen den Ölwechsel, wie das Ganze abgeht, was wir machen und so weiter. Also haut rein, Jungs, peace. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, dass ihr mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommen habt, was wir hier gemacht haben. Ich werde natürlich irgendwann nochmal ein Video darüber machen, ob das jetzt alles dicht ist, ob das alles gut hält. So, mal gucken, wann ich drüber quatsche. Aber ich halte euch ja auch gerne auf dem Laufenden, soweit ich kann, dass die Sachen, die ich da gemacht habe, auch funktionieren und gut funktioniert haben. Also, haut rein, Jungs. Peace.